Bis gleich. Hallo, kann man mich hören? Ja. Also, ich bin Heiko, 25, studiere Volkswirtschaft, wohne hier in Berlin. Und ich bin ziemlich nervös gerade, kann ich euch sagen. Das ist das allererste Mal, dass ich so weit oben stehe vor so vielen Menschen. Aber ich versuche mein Bestes. Liebe Freunde, vor 8 Wochen stand Lars das erste Mal am Platz des 18. März. An seiner Seite waren noch 100 andere Menschen. Menschen, die die ehrlichen und friedlichen Absichten von Lars, aus denen die Mahnwachen entstanden sind und aus denen sich auch hier ihr Geist ableitet, schon damals erkannt hatten. Und Menschen, die auch bereit dazu waren, für diese Absichten auf der Straße einzutreten. Ich danke euch für euren Mut, denn ohne ihn wären wir heute nicht hier. Seit diesem ersten Tag ist viel Zeit vergangen. Und leider wurde innerhalb dieser Zeit auch immer wieder versucht, die Mahnwachen trotz der guten Absichten in ein schlechtes Licht zu rücken. Und zwar von den verschiedensten Seiten. Also traurigerweise auch von Menschen, bei denen ich überzeugt davon war und immer noch bin, dass sie den Wunsch nach Frieden, ehrlichen Medien und einem humanen Wirtschaftssystem, wegen dem wir jede Woche hier stehen, eigentlich mit uns teilen. Sie stehen aber heute nicht neben uns, weil sie leider im Gegensatz zu den 100 Menschen von Tag 1 und all denen, die im Laufe der Zeit noch dazugekommen sind, nicht erkannt haben, dass unsere Absichten ehrlich und friedlich sind. Stattdessen wurden unsere Absichten auf eine stark verdrehte Weise wahrgenommen. Und deshalb reden oder schreiben sie schlecht über uns. Und das macht mir wirklich zu schaffen, Freunde. Mir macht diese Situation zu schaffen, dass Menschen, die meiner Meinung nach den gleichen Wunsch haben, gleichzeitig auch vollkommen gegenteilige Meinungen von den Mahnwachen haben. Das bringt mich wirklich am Rand der Verzweiflung. Wir wollen doch alle keinen Krieg. Wir wollen doch alle nicht belogen werden. Und wir alle wollen doch wir wollen doch alle von den Medien nicht belogen werden. Und wir wollen alle, dass in unserem Wirtschaftssystem die Menschlichkeit nicht auf der Strecke bleibt. Wir haben doch alle denselben Wunsch, aber wir arbeiten gegeneinander. Wir sollten eigentlich unsere Energien bündeln, anstatt sie gegeneinander aufzuwenden. Wir sollten uns zusammenschließen. Gemeinsam sind wir stark. Es gibt jetzt nämlich eine Mittwochsdemonstration für den Frieden drüben beim Neptunbrunnen am Alexanderplatz. Sogar vor einer Woche gab es eine Gedenkdemonstration für die Opfer in Odessa am Cottbuser Tor. Letzten Dienstag gab es eine Demonstration gegen das Freihandelsabkommen TTIP hinten an der US-Botschaft. Und am 1. Mai gab es in ganz Kreuzberg Demonstrationen, bei denen es im Wesentlichen um das Thema soziale Gerechtigkeit ging. Mir kommt es in letzter Zeit manchmal so vor, als ob wir fast täglich irgendwo aus irgendwelchen ähnlichen Gründen demonstrieren. Warum schließen wir also uns nicht einfach zusammen? Wir sind doch dumm, wenn wir es nicht tun. Denjenigen, an die wir uns mit unseren Demonstrationen richten, läuft das doch prima rein, dass wir uns alle schön auf die verschiedenen Wochentage, auf verschiedene Plätze und verschiedene Uhrzeiten verteilen. Dann sind wir auch alle nur lauter kleine Gruppen, anstatt einer wirklich großen. Denen tun wir doch einen Gefallen damit. Eigentlich sollten wir alle gemeinsam auf dem Platz der Republik demonstrieren, direkt vor dem Bundestag. Egal ob Montag, Dienstag, Mittwoch oder an einem anderen Tag, das ist vollkommen nebensächlich. Allerdings können wir natürlich das Netzwerk der Mahnwachen, das wir uns in den letzten 2 Monaten aufgebaut haben, nutzen. Denn es verbindet mittlerweile schon knapp 50 verschiedene Städte miteinander. 50 verschiedene Städte und Zehntausende von Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Warum nutzen wir dieses Netzwerk nicht gemeinsam? Warum es bis jetzt noch nicht zu einem solchen Zusammenschluss gekommen ist, wissen wir. Denn wir alle kennen die hässlichen Beweggründe, die uns und den Mahnwachen unterstellt wurden. Aber ich sage euch ehrlich und aus vollem Herzen heraus, sie sind nicht wahr. Ich war in letzter Zeit oft wütend. Ich war ratlos. Ich habe mich immer wieder gefragt, wie es sein kann, dass man die Absichten unserer Bewegung so falsch versteht oder so falsch interpretiert. Und eigentlich ist es traurig, wie auch Lars schon gesagt hat, dass ich an dieser Stelle schon wieder betonen muss, dass wir uns nicht mit Beweggründen, die uns unterstellt werden, identifizieren.
Hätte man den Inhalten unserer Reden aufmerksam, differenziert, aufrichtig und ehrlich zugehört, dann müsste ich jetzt nämlich das Folgende gar nicht schon wieder sagen. Aber um der Hoffnung willen, auf dass es diesmal auch die Güte derer erreicht, die noch skeptisch sind, tue ich es nochmal. Wir distanzieren uns hier ausdrücklich von faschistischem, antisemitischem und antiamerikanistischem Gedankengut und jeder Idee, die gezielt bestimmte Ethnien diskriminiert. Ich lerne Türkisch an der Universität, um den Menschen, die unser Land zusammen mit unseren Vorfahren aufgebaut haben, den Respekt zu erweisen, den sie verdient haben. Der Patenonkel meiner 5-jährigen Tochter ist Grieche. Er ist einer der aufrichtigsten, ehrlichsten und loyalsten Menschen, die ich kenne. Ich habe Freunde aus Italien, Uruguay, Russland, Amerika, Serbien, Irland, Nepal, Belgien, Holland, aus der Türkei, aus dem Kosovo, aus Sambia, aus Eritrea und aus vielen anderen Ländern. Ich liebe euch alle, ihr seid meine Brüder und Schwestern. Und überhaupt erwähnen zu müssen, dass ich jegliche Form von rechtsextremem Gedankengut ablehne, ist beschämend für mich. Deshalb rufe ich nun alle Aktivisten, die in den letzten Wochen all diese hervorragenden Demonstrationen organisiert haben, die ich vorher genannt habe, und alle anderen politisch orientierten Gruppierungen, die hinter dem Wunsch nach Frieden, ehrlichen Medien und einer Humanisierung unseres Wirtschaftssystems stehen, dazu auf, entweder mit dem Organisationsteam der Mahnwachen oder direkt mit Lars Kontakt aufzunehmen und uns allen wenigstens die Chance für ein Gespräch zu geben, damit wir uns über Missverständnisse, Unklarheiten oder auch ernste und sachliche Kritik an den Mahnwachen unterhalten können und eventuell von nun an Seite stehen können. Wenn ihr nach diesem Gespräch immer noch der Meinung sein solltet, dass all das Negative stimmt, was man über unsere Bewegung sagt und schreibt, dann sei es so. Dann geht jeder wieder seinen eigenen Weg. Aber wir alle haben zumindest die Chance auf ein Gespräch verdient. Denn kein Urteil ist schneller und keines hält sich für sicherer als das der Unwissenheit. Und jedem kann es mal passieren, dass man aus Unwissenheit oder auch aus Angst vorschnell urteilt. Denn wir sind alle nur Menschen, aber wir haben die Möglichkeit, unser Urteil zu überdenken. Also bitte gebt uns und euch eine Chance. Denn ich bin wie gesagt der Meinung, dass wir den gleichen Wunsch haben. Mikro. Hallo? Jetzt wieder da. Okay. Also bitte gebt uns und euch eine Chance. Denn ich bin wie gesagt... Sabotage. Hört man? Ja, jetzt wieder. Okay. Also ein drittes Mal. Also bitte gebt uns und euch eine Chance. Denn ich bin wie gesagt der Meinung, dass wir den gleichen Wunsch haben. Und dass durch die hässliche, einseitige und in den größten Teilen unwahre Kritik, die ich vorher angesprochen habe, ein falscher Eindruck von unserer Bewegung entstanden ist. Und wir nur deshalb denken, dass wir nicht auf derselben Seite stehen und uns daher unsinnigerweise gegenseitig bekämpfen. Ihr wisst doch, wie fehlerhaft das Bild manchmal sein kann, das von Medien vermittelt wird. Genau dafür kritisiert ihr sie ja auch selbst. Sollte sich nun also herausstellen, dass wir in Wahrheit denselben Wunsch haben, dann können wir doch auch Seite an Seite für diesen Wunsch einstehen. Gemeinsam. Denn mit vereinten Kräften können wir unseren Einfluss steigern. Gemeinsam sind wir stark. In Verbindung damit möchte ich auch noch mal etwas anderes deutlich machen. Mich stört wirklich nicht, dass wir kritisiert worden sind. Mich stört nur die Art und Weise, wie es gemacht wurde. Denn obwohl ich grundsätzlich gar nicht gegen Kritik bin, auch nicht, wenn sie sich gegen die Mahnwachen richtet, und auch wenn ich der Meinung bin, dass absolut jeder das Recht hat, Dinge kritisieren zu dürfen, ohne sofort und alleine aufgrund des Themas, auf das sich die Kritik bezieht, in eine Schublade gesteckt zu werden, in die man in Wahrheit gar nicht gehört, bin ich aber in dem Fall gegen Kritik, wenn es bei dieser Kritik nur darum geht, Dinge aus dem Zusammenhang zu reißen, sie dann isoliert zu betrachten, zu interpretieren und dann noch zu versuchen, das Ergebnis davon als den angeblich wahren Zusammenhang von allem darzustellen. Nur damit am Ende alles besser in das Bild passt, was man sich eigentlich schon im Vorfeld gemacht hat. Das Bild, das man schon von den Mahnwachen hatte, lange bevor man sie überhaupt selbst gesehen, gehört und erlebt hat. Oder sich mit den Inhalten auseinandergesetzt hat. Also eigentlich ohne selbst Zeuge des ganzen Ereignisses gewesen zu sein, über das man sich gerade aber auf negativste Weise geäußert hat. Mein Deutschlehrer, ein wunderbarer Mensch übrigens, hat mir beigebracht, beim Schreiben eines Textes erst anhand der Betrachtung aller Fakten zu einem Urteil zu kommen und nicht zuerst das Urteil zu fällen und dann zu schauen, welche der vorliegenden Fakten denn dazu passen.
bitte euch aufrichtig und ehrlich, fragt euch selbst, ob euch das nicht schon ab und zu passiert ist. Mir ist es schon passiert. Deswegen bin ich ein Mensch. Wir sind alle nur Menschen und jeder macht Fehler. Aber wie gesagt, wir können diese Fehler korrigieren. Das Recht, von dem ich gesprochen habe, Dinge kritisieren zu dürfen, ohne sofort und alleine aufgrund des Themas, auf das sich die Kritik bezieht, in eine Schublade gesteckt zu werden, fordern wir für uns ein, Freunde. Denn leider sind auch wir in eine Schublade gesteckt worden, in die wir gar nicht gehören. Und das nur, weil wir Prozesse eines Systems hinterfragen, die unserer Meinung nach aus dem Ruder gelaufen sind. Dazu muss man im Übrigen auch gar kein Verschwörungstheoretiker sein. Wir haben uns nämlich einfach nur gefragt, warum heutzutage staatliche Interessen über eine ganzheitlich objektive und ehrliche Berichterstattung gestellt werden. Wir haben uns auch gefragt, warum heutzutage die maßlose Ausdehnung des Konsums über eine nachhaltige, umweltschonende Lebensweise gestellt wird. Und wir haben uns gefragt, warum heutzutage wirtschaftliche Interessen über ein friedliches Zusammenleben gestellt werden. Deswegen sind wir hier, Freunde, nur deswegen. Ich bin definitiv der Meinung, dass es einige Journalisten gibt, die sich ganz ähnliche Fragen stellen wie wir. Sonst wäre ich wohl in den vergangenen Tagen und Wochen nicht auf folgende Kopfzeilen gestoßen. Freihandelsabkommen TTIP bedroht Europas Bauern und Verbraucher aus der Zeit. Neue Reichtumsdebatte, etwas ist faul im Kapitalismus, der Spiegel. Europas Müllabfuhr braucht U-Boote, die Zeit. Afrikas Wirtschaftswachstum nützt den Reichen, auch aus der Zeit. Bürger dieser Welt, wir haben Grund wütend zu werden. Unsere Politiker tun zu wenig, um Kriege und Bürgerkriege zu verhindern. Ein Grund, auf die Straße zu gehen und zu protestieren, aus dem WDR. Sind das jetzt auch Verschwörungstheoretiker? Und das Thema von letzter Woche bei Anne Will. Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer. Trotzdem gibt es in Deutschland keine Revolution. Warum? Liebe Frau Will, das kann ich Ihnen hier sofort beantworten, auch ohne eine beliebige Auswahl von Experten, denn die Experten stehen hier vor mir. Einerseits nämlich, weil mitunter der ARD nichts Besseres einfällt, als solche Bewegungen, wenn sie denn endlich mal entstehen und aus denen wirklich eine Revolution hervorgehen könnte, im öffentlichen Fernsehen auf eine nicht wahrheitsgemäße Weise negativ darzustellen, sie lächerlich zu machen, demonstrativ ihre Inhalte zu erklären, sie auf isolierte Aussagen zu reduzieren und somit allen potenziellen zukünftigen Teilnehmern die Motivation zu nehmen, die Mahnwachen zu besuchen, weil sie ja dem Glauben schenken, was euch anderen etablierten Medien darüber berichtet wird. Sie vertrauen ihnen und deshalb müssen sich alle Journalisten bewusst darüber sein, dass sie ein hohes Maß an Verantwortung für das tragen, was sie schreiben, denn die Menschen glauben und vertrauen ihnen. Ich meine damit nicht persönlich Sie, Frau Will. Ich wollte nur die Frage beantworten. Denn gerade letzte Woche wurde vom ARD ein Beitrag über die Mahnwachen veröffentlicht, der ein vollkommen verzerrtes und falsches Bild vermittelt. Bitte nicht falsch verstehen, ich bin ein großer Fan von Satire, aber dieser Beitrag hatte damit nichts zu tun, denn das, was dort als die Warnmache dargestellt wurde, war in Wahrheit eine ganz andere Demonstration, mit der wir gar nichts zu tun hatten. Und dann wurde noch versucht, uns so darzustellen, als ob wir wegen des uns unterstellten Verschwörungswahns, in dem wir uns ja laut vieler Stimmen befinden sollen, Fragen thematisieren, wie ob die NSA unsere Gedanken liest oder kontrolliert. Dazu möchte ich drei Sachen sagen. Erstens, das machen wir nicht. Zweitens, hätte sich vor über einem Jahr eine Gruppe von Menschen versammelt und behauptet, dass die NSA uns alle auf die Weise überwacht, die dann kurze Zeit später durch Edward Snowden ans Tageslicht kam, hätten fast alle diese Gruppe als Spinner und Verschwörungstheoretiker dargestellt. Das ist intolerantes Verhalten, vor allem auch von Menschen, die aber von sich sagen, dass sie tolerant seien. Drittens, wir glauben nicht, dass die NSA unsere Gedanken liest. Aber stellt euch doch mal selbst die Frage, ob die NSA das nicht vielleicht machen würde, wenn es technisch möglich wäre. Nachdem durch das Aufwesen bekennender Linker in den letzten Wochen der Behauptung des Rechtsextremismus langsam der Boden entzogen wurde, schießen sich jetzt also einige auf den Vorwurf der Verschwörungstheorie ein. Wisst ihr, die wahren und ehrlichen Gründe, die uns Montag für Montag immer wieder hierher führen, wurden bewusst übergangen und stattdessen wurden uns andere Gründe angehängt. Und zwar teilweise so erfolgreich, dass beispielsweise schon einige meiner eigenen Freunde an dem gezweifelt haben, was ich ihnen über die Mahnwachen erzählt habe. Ich frage euch, was ist los mit uns?
dass wir dem, was Dritte, deren Namen wir nicht einmal kennen, mehr Glauben schenken als unseren eigenen Freunden. Wie konnte es dazu kommen? Ich möchte an der Stelle unbedingt noch sagen, dass ich Ihnen nicht böse dafür bin. Denn auch ich habe erst im Laufe der Zeit gelernt, dass man viele Nachrichten, die uns vor allem auch durch die öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Telemedien mitgeteilt werden, nicht trauen kann und sie deshalb unbedingt hinterfragen muss. Ich kann also gut verstehen, warum diese Freunde so reagiert haben. Und vielleicht hätte ich vor einigen Jahren so gar nicht anders reagiert als sie, weil ich damals noch gutgläubig war und Vertrauen in das hatte, was Politik und Medien mir gesagt haben. Aber wer nach außen schaut, der träumt. Und wer nach innen schaut, erwacht. Ich habe nach innen geschaut und mir überlegt, in was von dem, was da draußen so alles passiert, ich mich selbst wiedererkenne. Und ich bin eben zu dem Schluss gekommen, dass ich mich als Mensch in vielem nicht wiedererkennen kann. Damit meine ich aber nicht, dass ich erwacht bin und auf einmal überall Verschwörungen erkannt habe, die vollkommen irreal sind, sondern dass sich schrittweise ein Schleier entfernt hat, der davor viele Tatsachen verdeckt hatte. Wenn man schläft, träumt man oft von ganz realen Fragmenten aus seinem Leben. Allerdings setzen sich diese im Traum oft eine unwirkliche Weise zusammen, die keinen Sinn mehr macht, wenn man erstmal aufgewacht ist. Denn wenn man aufwacht, werden daraus wirkliche, reale Zusammenhänge. Und genau das meine ich, wenn ich sage, dass man sich fragen sollte, ob die Zusammenhänge der Ereignisse, über die berichtet wird, auch wirklich die richtigen sind. Das heißt, man sollte diese Zusammenhänge immer mit seinem eigenen Gefühl und seinem eigenen menschlichen Verstand überprüfen und beurteilen. Ohne hörige Ehrfurcht vor der Quelle, aus der sie stammen. Außerdem kann ich euch wirklich raten, damit anzufangen, auch unabhängige Journalisten und alternative Medien zur Urteilsbildung heranzuziehen, damit man sich ein ganzheitliches Bild einer Situation machen kann und nicht nur in einer Perspektive gefangen bleibt. Das meine ich mit Aufwachen. Und letztendlich zählt nur, dass auch du irgendwann aufwachst. Sicher, lieber früher als später, aber besser spät als nie. Zu akzeptieren, dass die Realität, in der man lebt, zwar ein Teil, aber nicht die ganze Wahrheit ist, ist ein großer Schritt und er fiel auch mir nicht leicht. Denn wenn man diesen Schritt geht, verabschiedet man sich gleichzeitig von einem Weltbild, von dem man geglaubt hatte, dass es sowohl vollständig als auch echt sei und nachdem man sein gesamtes Handeln ausgerichtet hatte. Ich bin mir sicher, dass das ein Grund dafür ist, warum sich einige Journalisten und viele politisch engagierte Menschen so darauf eingeschossen haben, die Mahnwachen in den Dreck zu ziehen, weil sie an ihr bisheriges Weltbild glauben wollen und Angst haben, dass es Fakten geben könnte, die diesem in manchen Teilen widersprechen und es so auf einmal zusammenbrechen lassen könnten. Die Journalisten, die das betrifft, ich bitte euch, hört auf damit. Ihr schadet damit uns, euch und allen anderen Menschen. Ich habe vorher schon einige Kopfzeilen von Berichten verschiedener etablierter Medien genannt. Diese Kopfzeilen zeigen mir, dass definitiv nicht alles schlecht ist, was diese Medien veröffentlichen. Denn wöchentlich, manchmal fast täglich, erscheinen Artikel in der Zeit, im Spiegel und anderswo, die soziale Ungerechtigkeit, Kriege und Staatsschulden beklagen. In den öffentlich-rechtlichen Sendern werden Dokumentationen gezeigt, die sich um das Thema Ressourcenausbeutung, Umweltverschmutzung, den Klimawandel und andere Missstände drehen. Das heißt, dass es auch in den etablierten Medien ein Bewusstsein dafür gibt, was sich weltweit alles in die falsche Richtung bewegt. Auf die Idee zu kommen, dass es für all diese Krankheitssymptome unserer Gesellschaft systemische Ursachen geben könnte, liegt doch gar nicht so fern. Nein, eigentlich liegt es sogar auf der Hand. Denn wenn man das Bruttoinlandsprodukt, also die Messgröße für die Leistung einer Volkswirtschaft, auch nur kurz etwas näher betrachtet, dann sieht man, dass diese Messgröße nichts anderes ist als die Summe von Geld. Nichts anderes als die Summe allen Geldes, das durch den Verkauf von Gütern und Dienstleistungen durch die Bewohner eines Landes innerhalb eines Jahres eingenommen wird. Und wenn diese Geldsumme nächstes Jahr ein bisschen höher ist als dieses Jahr, dann spricht man von Wirtschaftswachstum. Und dieses Wirtschaftswachstum wird uns Tag für Tag als nahezu einziges relevantes Ziel der ganzen Menschheit indoktriniert. Obwohl man alleine dieser Definition von Wachstum zwei wesentliche Dinge entnehmen kann. Erstens, dass in dieser Rechnung nur Geldbeträge zusammengezählt werden und diese Geldbeträge nehmen keinerlei Rücksicht auf Ressourcenverschwendung, auf Umweltverschmutzung, auf Umweltzerstörung, auf Staatsschulden, auf Geburtenrückgänge, auf eine Zunahme an psychischen Erkrankungen,
auf massenhaft geleistete und nicht honorierte Überstunden und auf eine ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen. Das alles wird nicht erfasst, wenn wir vom Bruttoinlandsprodukt und von Wirtschaftswachstum reden. Trotzdem brauchen wir anscheinend immer mehr davon. Zweitens, so banal diese Kenntnis auch sein mag, dass weiteres Wirtschaftswachstum dieser Definition unsere gesellschaftlichen Probleme nicht lösen wird. Im Gegenteil, durch die Verwirklichung dieser Definition von Wachstum werden die Probleme nur noch schlimmer. Denn wenn ich beispielsweise einen Hektar Wald abholze, Möbel daraus mache und diese dann verkaufe, dann fließt der Erlös in das Bruttoinlandsprodukt ein, aber die abgeholzte Fläche wird dort nicht vermerkt. Man betrachtet nur den Gewinn und kümmert sich nicht um die Kosten. Dasselbe ist es bei nicht honorierten Überstunden. Sie bringen dem Unternehmen einen Leistungszuwachs, was wiederum zu Wirtschaftswachstum führt. Aber den Arbeitnehmer kostet es Energie, Gesundheit, Zeit und Lebensqualität, was eben auch nicht im Bruttoinlandsprodukt erfasst wird. Darüber hinaus geht es hier ja nicht mal nur um Probleme unserer Gesellschaft, sondern um Probleme der ganzen Menschheit. Also warum fangen wir nicht mal damit an, gewisse Mechanismen unseres Wirtschaftssystems zu überdenken? Das heißt ja nicht, dass das ganze System schlecht ist. Aber wir sehen ja, dass es in weiten Teilen einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Wollen wir denn alle mit dem sinkenden Kahn untergehen? Ich nicht, aber ich kann euch garantieren, dass, wenn es soweit sein wird, es wie immer die Ratten sein werden, die als erstes das Schiff verlassen. Wir haben in den letzten Jahren so viele Demonstrationen, Aufstände und sogar blutige Auseinandersetzungen in der ganzen Welt gesehen. Und all diese Bewegungen hatten eine zentrale Motivation: das Auflehnen gegen Missstände unseres Systems. Es gab die Occupy-Bewegung, Aufstände in Spanien, in Italien, in Frankreich und in Griechenland, in Brasilien und Chile, in Thailand, in Russland, in der Ukraine, als die ursprüngliche Maidan-Bewegung noch nicht von Faschisten unterwandert war, in der Türkei, in Nordafrika und noch an vielen anderen Plätzen auf der Welt. Leider haben sich die meisten dieser Bewegungen, obwohl sie zu Anfang so eine starke Dynamik hatten und Millionen Menschen auf der Straße waren, nach einer gewissen Zeit wieder aufgelöst, und zwar ohne etwas an den Missständen geändert zu haben. Leider. Jetzt stehen wir heute hier bei unserer Mahnwache und ich habe Angst, dass uns das Gleiche passiert, dass wir nichts bewirken können und uns unverrichteter Taten wieder auflösen. Es besteht die Gefahr, dass sich auch diese Bewegung irgendwann langsam auflösen wird. Ich hoffe nicht, dass es so kommen wird, aber ich frage euch trotzdem, was, wenn es passiert? Was machen wir dann? War dann alles umsonst? Ich sage euch, nein, das war es nicht. Natürlich geht es einerseits darum, mehr und mehr Leute auf die Straße zu holen und zu zeigen, dass wir unzufrieden sind und wollen, dass sich einige Dinge von Grund auf ändern. Aber in erster Linie geht es darum, was wir alle von dieser Veranstaltung mitnehmen. Es geht darum, dass wir uns miteinander vernetzen, Informationen miteinander austauschen. Und das Wichtigste von allem, wie wir das wertvolle Wissen, das wir dadurch bekommen, in unser tägliches Handeln integrieren. Wenn wir uns weiterhin jeden Montag Woche für Woche hier treffen, dann passiert deswegen noch überhaupt nichts. Wir müssen nicht darauf warten, dass auf einmal irgendeiner von denen da oben, wie man ja oft zu sagen pflegt, auf die Idee kommt, die Strukturen so zu ändern, wie wir es gerne hätten. Dazu wird es nicht kommen. Unser Wissen hingegen birgt ein großes Potenzial. Aber wir müssen dieses Potenzial auch ausschöpfen, indem wir es verwirklichen. Denn wenn wir das nicht machen, wird es für immer nur Potenzial bleiben und niemals Wirkung entfalten können. Ich bin gleich fertig. Drei Leitgedanken, die Möglichkeit bieten, dieses Potenzial zu verwirklichen. Erstens, wenn ihr der Meinung seid, dass eure Banken mit eurem Geld zocken, dann nehmt ihnen euer Geld weg. Es gibt mittlerweile schon Banken. Es gibt mittlerweile schon Banken, wie beispielsweise die Umweltbank, die eine wesentlich höhere Eigenkapitalquote haben und die zudem nur in nachhaltige Projekte investieren und Kredite ausschließlich für ökologische Zwecke gewähren. Natürlich sind die Renditen dort etwas niedriger, aber man muss eben ein natürliches Maß zwischen Profit, Sicherheit, Ethik und Nachhaltigkeit finden. Zweitens, wenn ihr mit Ressourcenverschwendung, Unternehmensethik, Ausbeutung von Arbeitskraft, Massentierhaltung, Gentechnik, Pestiziden, zunehmender Schadstoffbelastung, internationalen Konflikten oder sonstigen Dingen nicht einverstanden seid, dann entzieht den Unternehmen, die auf welche Weise auch immer darin verwickelt sind, euer Kapital, indem ihr euer Konsumverhalten so abändert, dass ihr nicht mehr von deren Produkten abhängig seid.
Es gibt mittlerweile Internetportale, Facebook-Seiten und Blogs, auf denen man Grafiken findet, die zeigen, welche Marken zu welchen Unternehmen gehören und welche Unternehmen wiederum zu welchen Großkonzernen und welches Unheil von ihnen überall auf der Welt angerichtet wird. Denn diese Großkonzerne haben eine ungeheure Macht, weil sie einen ungeheuren Haufen an Kapital besitzen, den wir ihnen gegeben haben. Und deshalb sind auch wir verantwortlich dafür, ihnen dieses Kapital wieder wegzunehmen. Denn wenn wir ihnen dieses Kapital wegnehmen, dann nehmen wir ihnen auch wieder die Macht über die Menschen. Unternehmen sind ja nicht von Grund auf böse, aber Unternehmen vertreten vor allem anderen ihre eigenen finanziellen Interessen und die Moral bleibt dabei auf der Strecke. Fangt an, Unternehmen zu unterstützen, die ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltig handeln. Kauft organische Lebensmittel und schaut, was im regionalen Handel angeboten wird. Lasst das Auto öfter stehen und fahrt Fahrrad. Benutzt öffentliche Verkehrsmittel und geht zu Fuß. Hört auf damit, jede Erkältung sofort mit Pillen und Antibiotika zu bekämpfen. Gönnt euch wieder Ruhe, bewegt euch und esst ausgewogen. Hört auf damit, Überstunden zu machen, wenn sie nicht angemessen gewürdigt und honoriert werden, sondern stattdessen schon als selbstverständlich angesehen werden. Die Verwirklichung dieser Leitgedanken schützt Arbeitsplätze, schont die Umwelt, fördert die Gesundheit, macht die Welt etwas gerechter und sorgt dafür, dass die Kinder und Enkel von allen Menschen auf der ganzen Welt noch eine Lebensgrundlage haben werden. Mir ist klar, dass ein neues, moralischeres Konsumverhalten teurer sein kann als das alte, konventionelle. Eigentlich sollte es genau andersrum sein, aber das ist Aufgabe der Politik. Ich hoffe sehr, dass es noch dazu kommen wird. Aber was ich sagen will ist, dass ich weiß, dass die finanziellen Mittel eines jeden begrenzt sind. Ich als Student weiß das nur zu gut. Aber es geht auch nicht darum, dass jeder alles perfekt macht, sondern dass jeder das tut, was in seinen Möglichkeiten liegt. Wir können gar nicht alles perfekt machen, denn wir sind nur Menschen. Es geht einfach darum, wieder ein Maß zu finden. Jeder muss für sich ein Maß finden, mit dem er glücklich leben kann. Aber dadurch, dass er bewusst über die Folgen seines Konsums entscheidet und nicht dadurch, dass er einfach alle Folgen ignoriert. Wenn jeder nur ein bisschen was an seinem Konsumverhalten ändert, können wir viel bewirken. In den letzten Wochen geisterte ein Satz durchs Internet, auf den ich immer wieder gestoßen bin. Ich muss schon zugeben, dass der Satz ein bisschen kitschig ist, aber er ist trotzdem sehr treffend. Er lautet: Was kann ich alleine schon bewirken, fragte die halbe Menschheit. Oder anders: Was bringt es, wenn ich alleine mein Konsumverhalten ändere? Ich würde sagen, nicht viel. Gut deshalb, dass wir gar nicht mehr alleine sind. Wir sind gar nicht mehr alleine. Wie schon gesagt, wir sind mittlerweile eng miteinander vernetzt, tauschen Informationen aus und generieren so ein kollektives Bewusstsein. Jetzt müssen wir uns nur noch trauen, dieses auch direkt zu nutzen und darauf vertrauen, dass unsere Mitmenschen das auch tun. Denn dann können wir wirklich etwas bewirken. Wir sind alle nicht mehr alleine. Teilt euer Wissen mit eurer Familie, mit Freunden und mit Bekannten. Je weiter und besser wir uns miteinander vernetzen, desto mehr können wir erreichen. Diese drei Leitgedanken, über die ich gerade gesprochen habe, zeigen Wege auf, wie man Strukturen von innen heraus verändern kann. Ein anderer wichtiger Teil ist aber auch, Wege zu schaffen, die die Strukturen zur gleichen Zeit auch noch von außen verändern. Was ich meine, ist die Politik. Und auch hier wieder ein paar Leitgedanken. Wenn euch das, was die Regierung, bestimmte Parteien oder einzelne Politiker machen, nicht gefällt, dann hört auf, sie zu wählen oder wählt ungültig, wenn ihr der Meinung seid, dass eigentlich überhaupt niemand eure Stimme verdient hat. Ihr aber trotzdem zeigen wollt, dass ihr nicht desinteressiert seid, sondern mit dieser Art der Wahl euer Misstrauen aussprecht. Fangt an, euch selbst politisch zu beteiligen, indem ihr unabhängigen Organisationen, Vereinen, Gewerkschaften oder vielleicht sogar Parteien beitretet, in denen ihr euch aktiv engagiert, um so möglicherweise irgendwann selbst in der Position zu sein, wichtige Entscheidungen treffen zu können. Drittens, gebt euer Wissen an eure Kinder weiter, damit sie die Chance dazu haben, mit einem Bewusstsein heranzuwachsen, das sie zumindest zu diesem Zeitpunkt weder durch Schulen noch durch Universitäten bekommen werden. Denn irgendwann werden sie Rollen in der Gesellschaft einnehmen, in denen sie Macht ausüben werden. Und die Entscheidungen, die sie dort treffen,
werden davon beeinflusst, was sie von klein auf gelernt haben, welche Ethik ihr Urteil zugrunde liegt. Wenn wir wirklich etwas bewirken wollen, können und müssen wir uns an all diese Leitgedanken vollkommen unabhängig davon halten, ob und wie lange wir uns hier noch jeden Montag treffen. Denn Strukturen, die sich über Jahrzehnte hinweg entwickelt und gefestigt haben, verändern sich nicht von heute auf morgen. Nein, das ist nur mit Hilfe von Bewusstsein, Achtsamkeit, Ausdauer, Mut und Engagement möglich. Eigenschaften, von denen ich hoffe, dass auch unabhängig von dieser Veranstaltung in euch allen weiterleben werden. Vielen Dank! Wow, nehmt euch ein Beispiel bitte. Kommt hierher und sagt so wie er eure Meinung. Es ist ganz wichtig, dass ihr hier oben steht und nicht nur wir. Und er hat zu Recht mit dem, was er sagt. Ihr wählt nicht alle 4 Jahre, ihr wählt jeden Tag im Supermarkt. Jeden Tag entscheidet ihr, wer euch regiert. Das ist echt entscheidend. Ich habe am Anfang der Veranstaltung vor 8 Wochen Regeln aufgestellt gehabt. Und bei bestimmten von Gruppenleuten ist es anscheinend egal. Wir wollen hier eigentlich keine Fahnen sehen. Weil es hat nichts mit Ländern oder mit irgendwelchen Gruppen zu tun. Hier stehen Menschen jeder Couleur. Aber ist natürlich klar, dass sich ein paar Leute daran nicht halten können. Abgesehen davon wurde gerade Buttersäure ins Zelt gespritzt. Das finde ich auch schon sehr lustig. Was glaubt ihr eigentlich? Was glaubt ihr eigentlich, was ihr mit eurer Gewalt und eurer destruktiven Art erreicht? Ey, unglaublich, wie ungebildet ihr seid. Wirklich wahr. Ich wollte noch mehr sagen, das habe ich jetzt vergessen. Achso, das soll natürlich keine Verkaufsveranstaltung sein hier. Aber wenn man clevere Leute haben möchte, muss man auch zum Beispiel mal einen Buchautor kommen lassen. Der wird sicherlich sagen, dass er ein Buch geschrieben hat, aber das ist keine Verkaufsveranstaltung deswegen, okay? Also begrüßt mit mir den Autor Heiko Schrank, der das Buch geschrieben hat, die Jahrhundertlüge.